Sehr herzlich gegrüßt. Mein Name ist Renate Wirth. Ich leite die Praxis für Systemaufstellungen in Berlin, Wilmersdorf, und möchte heute darüber sprechen, was Familienaufstellungen sind, wie sie helfen, wann sie hilfreich sind und was konkret geschieht in so einer Aufstellung. Ja, zuerst, was sind Familienaufstellungen? In einer Familienaufstellung kann man Gefühle wahrnehmen und Beziehungen sehen, die man im normalen Alltag nicht erkennen kann. Das heißt, eine Familienaufstellung stellt Menschen hin, wie der Name schon sagt. Man stellt sie auf im Raum und erkennt die Beziehungen der Menschen zueinander. Warum funktioniert das? Uns Menschen ist eingeboren die Fähigkeit, dass wir unsere Gefühle räumlich wahrnehmen. Das heißt, wenn du jemanden magst, dann gehst du nahe hin, umarmst ihn vielleicht. Und man sagt auch, der steht mir nahe. Wenn man jemanden nicht so mag, sagt man, na, nimmt man Abstand oder sagt, er soll bleiben, wo der Pfeffer wächst, oder geht weg von ihm. Und wenn man vor jemandem Angst hat, dann weicht man zurück. Das macht nicht unser Kopf, der da denkt, ah, ich habe vor dem Angst, jetzt muss ich 6 Schritte zurückgehen. Sondern das macht unser Körper. Der hat wahrscheinlich aus Urzeiten eingeerbt, dass wir fühlen, ob wir jemandem nahe kommen dürfen oder nicht. Und die Aufstellungsarbeit nutzt diese eingeerbte Fähigkeit, indem wir Menschen hinstellen und erkennen, an der Art, wie sie hingestellt sind, sind die Personen sich nahe oder eher weiter entfernt, hat man Angst vor denen oder ja, kommt man gut zurecht. Und was heißt das, Personen hingestellt? Die Personen, die zum Familiensystem gehören oder zu dem System, womit der Klient kommt. Das ist die eine Sache. Uns eingeerbt ist die Fähigkeit, unsere Gefühle räumlich wahrzunehmen. Das andere ist, Familienaufstellungen wirken, weil wir auch eingeerbterweise die Fähigkeit haben, die Gefühle anderer Menschen wahrzunehmen. Das scheint uns auch aus Urzeiten eingeerbt, denn wir sind Gruppenwesen und es ist wichtig, dass wir uns in einer Gruppe orientieren können. Und ganz tief in uns gibt es ein Wissen über die Beziehung. Und wenn wir aufstellen, dann sage ich, stell die mal auf, ganz wie dein inneres Gefühl ist. Und der Klient oder der Teilnehmer von dem Seminar kommt, nimmt denjenigen an die Schulter und stellt ihn im Raum auf. Und schon alleine das Eingangsbild zeigt, wie das Beziehungsgefüge in dieser Familie ist. Wer steht wem nahe? Wer ist weiter weg? Niemand hat dem Teilnehmer gesagt, wo er die hinstellen soll, sondern er stellt die selbst auf. Und daran kann man schon erkennen, als allerersten Schritt im sogenannten Eingangsbild, wie sind die Beziehungen in dieser Familie. Und dann sage ich oft, geh mit den Bewegungen, wie sie kommen. Wenn man einen Impuls hat, sich zu bewegen, dann kann man sich bewegen. Wenn man keinen Impuls hat, bleibt man stehen. Und so entsteht in dem ganzen Gefüge dieser Beziehung eine Bewegung, die zeigt, wohin eigentlich der Klient oder der Teilnehmer in seinem Inneren möchte. Möchte er in die Nähe vom Vater, eher in die Nähe der Mutter, oder möchte er ganz außen sein und mit niemandem wirklich Kontakt haben? Hat er vielleicht Angst? All das kann man sehen in einer Familienaufstellung. Nun ist das eine, das man sehen kann, aber das Wichtige ist, man kann es auch lösen. Und zwar kommt ja der
Klient mit einem Anliegen, er kommt ja mit einem Thema, er kommt mit einem Leid. Und wir schauen, wo in seiner Familie ist die Ursache für dieses Leid? Wo ist da irgendwas unterbrochen an Bewegung, an inneren Beziehungen, an dem Verhalten und an dem Verhältnis zum Beispiel der Eltern zu dem Teilnehmer oder dem Klienten? Ja, und die Familienaufstellung ermöglichen, dass wir was sehen können, was wir mit unserem Kopf nicht begreifen können. Wir können es einfach sehen, und da uns niemand sagt, wo wir wen hinstellen sollen, wie wir uns bewegen sollen, sondern dass da das aus dem eigenen Inneren heraus passiert, zeigt diese Familienaufstellung tiefe innere Bewegungen, die in uns ganz tief schlummern und die wir manchmal oder meistens überhaupt nicht wissen und kennen. Das ist ein Phänomen, und dann kommt natürlich dazu, dass wir das nicht nur sehen, wie das ist in der Familie, sondern dass Lösungsmöglichkeiten sind. Immer da, wo ein Trauma in der Familie ist, ist die Bindung oft gestört. Und Traumata in der Familie kommen in vielen Familien vor. Besonders die Kriege, die beiden Kriege, aber auch andere schicksalhafte Ereignisse haben dazu geführt, dass es Unterbrechungen in den Beziehungen gibt, die ganz tief in uns schon verborgen sind. Ja, und wie geht das ganz konkret mit der Aufstellung? Man kann in der Einzelarbeit aufstellen oder in der Gruppe. In der Gruppe geht es ganz konkret, indem alle Teilnehmenden im Kreis sitzen. Und dann kommt jemand, der aufstellen möchte, neben mich, und ich frage ihn nach seinem Anliegen. Und er erzählt mir das, und ich frage ihn, was er sich wünscht, was soll sich denn ändern. Und wenn ich das weiß, dann spüre ich rein, wer in der Familie gehört denn zu diesem Anliegen dazu. Es ist ja nicht immer die ganze Familie, die aufgestellt wird. Wenn jemand ein Problem mit der Mutter hat, dann kann ich Mutter und Vater aufstellen, vielleicht auch noch die Eltern der Mutter, aber vielleicht auch jemanden, der in der Anamnese, was der Klient erzählt hat, eine wichtige Rolle gespielt hat. Wichtige Rolle im systemischen Sinne sind immer schwere Schicksalsschläge. Das heißt, wenn jemand zeitig verstorben ist, durch Unfall verstorben ist, durch Krankheit verstorben ist, wenn jemand Geschwister verloren hat, wenn jemand ja selber schwere traumatische Ereignisse erlebt hat. Das wirkt sich im ganzen Familiensystem aus. Und das Erstaunliche ist, die Auswirkungen schwerer Ereignisse sind oft noch über 2 oder sogar 3 Generationen spürbar. Es ist nicht einfach vorbei, indem derjenige, der dieses Erlebnis hatte, der Vater oder der Großvater oder sogar der Urgroßvater oder die Urgroßmutter, indem diese Personen in unserer Familie nicht mehr da sind. Das Ereignis des Traumas wirkt weiter, über Generationen hinweg. Und das ist die Chance der Aufstellungsarbeit, zu sehen, was wirkt da aus unserem Familiensystem auf uns, wovon wir vielleicht gar nicht im geringsten ahnen, dass da noch was wirkt, aber es wirkt dennoch. Und es äußert sich in dem Symptom oder in dem Anliegen, was der Klient mitgebracht hat. Wann ist eine Familienaufstellung hilfreich? Sie ist immer dann hilfreich, wenn es immer wiederkehrende Probleme gibt, die du nicht selber ändern kannst, die du nicht selber lösen kannst und für die du keine Erklärung findest, dann kann was systemisch auf dich wirken. Es ist ganz hilfreich, wenn es Probleme in der Familie gibt, wenn du dir Frieden in der Familie wünschst, Frieden mit der Mutter, wenn du die Wunde, die vielleicht der Vater in dir hinterlassen hat, heilen möchtest,
wenn es gesundheitliche Probleme gibt, die keine wirkliche, wo es keine wirkliche Ursache gibt, wenn du Kinder entlasten willst, wenn deine Kinder es schwer haben, wenn du berufliche Probleme hast, wenn du belastende Gefühle fühlst, wie Angst, Trauer, Wut, immer wiederkehrende Wut zum Beispiel, für die du keine angemessene Erklärung findest, oder wenn du Verhaltensmuster hast, die dir das Leben einfach schwer machen. Zum Beispiel immer wieder den falschen Partner oder immer wieder kein Geld oder immer wieder Schwierigkeiten im Beruf. Einfach Verhaltensmuster, oder du hast das Gefühl, du kommst nicht an und musst immer wieder den Ort wechseln oder immer wieder die Paarbeziehung wechseln oder ja. Also das, was du nicht selber lösen kannst, können systemische Ursachen werden. Und ja, ich muss mal schauen, ob ich hier noch was vergessen habe. Ach, die Frage zum Beispiel, ob das Leid nach einer Aufstellung sofort vorbei ist. Da würde ich sagen, eigentlich nicht. Schade, aber es dauert manchmal ein bisschen. Man muss manchmal ein bisschen warten. Manchmal geht es ganz schnell, dass in kurzer Zeit sofort zu spüren ist, da gibt es eine Erleichterung. Oder wenn die Menschen aus der Tür gehen schon, dass sie sagen, wow, jetzt bin ich erleichtert, jetzt endlich hat sich was gelöst. Und manchmal braucht es aber auch Zeit zu Hause, dass man wartet, ob sich da was verändert, zum Beispiel im Verhältnis zur Mutter. Aber ich habe es viele, viele Male erlebt, wirklich viele Male, dass sich durch die Aufstellung im normalen Leben da draußen relativ schnell etwas zum Guten gewendet hat. Nicht nur im eigenen Inneren, sondern auch in den Beziehungen zu den Menschen, die uns umgeben. Und das ist ja Sinn und Zweck der Sache, dass wir mit den Menschen, die uns umgeben, gut zurechtkommen. Ja, das ist ja immer sehr seltsam, was da so passiert in einer Familienaufstellung. Man kann es manchmal gar nicht so wirklich erklären. Und deshalb ist es gut, wenn die Menschen erstmal eine Erfahrung machen im Seminar, vielleicht als Stellvertreter. Und ich möchte gerne noch hier eine Teilnehmerin, die mir geschrieben hat, wie sie Aufstellungsarbeit empfunden hat, möchte ich hier einiges vorlesen und ich hoffe, es wird nicht zu lang. Aber ich fand das so bezeichnend, weil das ganz oft so vorkommt, dass die Menschen, die zum ersten Mal zu einer Familienaufstellung kommen, also denken, wie kann das hier alles so passieren? Das kann ich mir überhaupt nicht zusammenreimen und nicht vorstellen. Aber es ist so, es passieren einfach emotionale Bewegungen, die wir uns vorher nicht ausdenken können, die auch ich mir nicht ausdenken kann, die einfach passieren. Und da möchte ich mal ein Beispiel vorlesen. Ich kriege ja immer mal Post von Teilnehmern, auch im Nachhinein. Und diese Teilnehmerin schreibt mir, eine Kollegin nahm mich damals mit zu einem Familienstellenwochenende bei dir. Sie selbst stellte auf und ich durfte als Begleitperson teilnehmen. Ich wusste nicht, was da auf mich zukommen wird. Ich hatte davon gehört, konnte mir aber nicht vorstellen, wie das funktioniert. An der Tür hast du uns zwar warmherzig empfangen, das war erst einmal beruhigend, doch eine innere Anspannung blieb. Was würde mich hier erwarten? Wir gingen in einen Raum, in dessen Mitte Matten lagen. Stühle standen um die Matten herum. Langsam füllte sich der Raum. Jeder suchte sich einen Platz. Dann begann die erste Aufstellung. Mir stockte der Atem. Da erzählte ein wildfremder Mensch, was ihn im Innersten belastet und wie soll denn dieses Problem jetzt gelöst werden. Ich hatte keine Ahnung, wie das funktionieren sollte. Es begann. Du hast uns begrüßt und auf die nächsten Tage eingestimmt. Neben dir war der Platz frei. Auf die Frage, wer beginnen möchte, entstand erst einmal Stille.
Du hast gelächelt und gesagt, es sei am Anfang wohl immer so, aber dann würde sich das ganz schnell ändern. Daraufhin stand eine Teilnehmerin auf und setzte sich neben dich. Nachdem du sie nach ihrem Anliegen und ihrer Familiengeschichte gefragt hast, suchte sie verschiedene Personen als Stellvertreter aus. Jeder durfte sich bewegen, umherlaufen oder stehen bleiben. Es entstand eine Art Schwingung. Irgendwie war da plötzlich eine andere Energie. Wo sie herkam, ich weiß es nicht. Ich war beeindruckt und aufgeregt. Und irgendwann gab es eine Lösung und Frieden im Raum. Und alle setzten sich wieder. Dann stellte die nächste Teilnehmerin auf. Ihr Anliegen war die fehlende Beziehung ihres 9-jährigen Sohnes zu dessen Vater. Obwohl die Eltern zusammenlebten. Was sie aus ihrer Familiengeschichte erzählte, daran kann ich mich nicht mehr erinnern. Doch, oh Gott, dann wurde gerade ich gewählt, um die Rolle des kleinen Jungen zu vertreten. Die Aufstellung begann. Ich wurde rot, mir wurde heiß. Was soll ich machen? Ich erinnere mich noch, als sei es gestern gewesen. Mit gesenktem Kopf stand ich plötzlich zwischen Vater und Mutter und es passierte nichts. Noch immer wartete ich auf eine Eingebung, was ich tun sollte. Alle sahen erwartungsvoll auf uns. Plötzlich geschah das Unfassbare. Ich fühlte nicht mehr wie ich. Plötzlich fühlte ich wie der 9-jährige Junge. Ich kann es nicht beschreiben, es geschah einfach. Ich verlor nicht den Bezug zu mir, aber präsenter war jetzt der kleine Junge. Ich drehte mich um und umarmte meine Mutter, die Stellvertreterin für meine Mutter natürlich, und fing immer wieder bitterlich an zu weinen. Meine Mutter umarmte mich und streichelte mich. Langsam wurde ich ruhiger. Ich brauchte lange, bis sich mein linker Arm löste und ich auch den Papa umarmen konnte. Wir drei hielten uns nun ganz fest. Dann hast du mich gefragt, ob ich meinen Papa anschauen kann. Langsam hob ich mein verweintes Gesicht und konnte ihn und meine Mama ansehen. Du hast mit ruhiger Stimme gesagt, schau, wie liebevoll sie sich anschauen. Ich war ganz tief erleichtert und fühlte mich beschützt. Geborgen bei meinen Eltern. Endlich wurde ich ruhig. Es war schön. Als die Aufstellung zu Ende war, gingen wir schweigend auf unsere Plätze zurück. Ich war wieder ich selbst und fand langsam zu mir zurück. Doch ich brauchte noch Zeit für diese neue Erfahrung. Wie das passieren konnte, dass ich die Gefühle dieses Jungen so hautnah erleben konnte, weiß ich bis heute nicht genau. Aber dass es möglich ist, das habe ich am eigenen Leib erfahren. Ich hatte nichts tun müssen, nichts vorher ausdenken müssen. Es geschah einfach. Von Aufstellung zu Aufstellung gewann ich mehr Vertrauen in das, was sich da ereignete. Auch wenn die Familiengeschichten so verschieden waren, am Ende hat sich für jeden Teilnehmer etwas gelöst. Auch das war eine gute Erfahrung für mich. Ja, jetzt habe ich diese Teilnehmerin sprechen lassen, statt dass ich es selbst erklären konnte. Sie hat es, denke ich, ganz gut beschrieben, weil es viele Menschen so betrifft. Und damit möchte ich für heute auch schließen, weil die Aufstellungsarbeit so ein großes Thema ist. Aber für heute soll es genug sein. Alles Gute und auf Wiedersehen.